Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. 31. März 2019, Maya-Kalender. Die alten Mayas, und das war eine Hochkultur, sie haben die Natur beobachtet, die wiederkehrenden Zyklen beobachtet, auch die kosmischen Einflüsse beobachtet, und so entstand die Maya-Kalender, ein sehr präzise Kalendersystem. Leider wurde ein Teil zerstört durch die Inquisition, aber ein Teil ist noch erhalten geblieben, und das möchte ich vermitteln. Auch wenn das für uns fremdartig erscheint, aber es ist schön, damit auch befassen. So kommen wir in Einklang zum Natur, zum Naturkräften. In Maya-Kalender gibt es 20 Wellen. Die Zahl 20 ist auch eine heilige Zahl der Mayas. Diese Wellen sind Frequenzen, Schwingungen oder Tönen. Wir befinden uns gerade in der 9. Welle, und das dauert bis 6. April 2019. Eine Welle dauert insgesamt 13 Tage lang. Die Zahl 13 ist auch eine heilige Zahl bei den Mayas. Und diese 13 Tage entspricht in diesem Kalendersystem, so wie bei unserem Kalender, die 7-Tage-Wochen. Also die 9. Welle dauert bis 6. April 2019. Die Thema, was wir gerade erleben, ist Bewegung, Begeisterung, Kraft und Mut. Wir sind gerade im Einsatz, aber das ist ein Prozess, die Erneuerung, Erneuerungsprozesse. Und hier wird die Schlangenenergie, das ist die Kundalini-Energie, und das hat mit unserem Emotionen etwas zu tun. Es sind positiven Gefühlen und es sind negativen Gefühlen. Und es vermischt sich nicht. Es sind klare Linien. Und die negativen Gefühlen ziehen die ganze Energie nach unten. Das ist zerstörerisch oder blockierend. Zum negativen Gefühlen gehört auch Angst, Zweifel und Schuldgefühl. Diesen Gefühlen kennen wir uns alle. Es ist eine Art Grauzone, aber immerhin bewegen wir uns schon im negativen Gefühlen, und damit öffnen wir Pandoras Büchse. Und das ist wichtig, das auch wahrnehmen und umdenken. Die Gefühle sind da. Angst ist da, Schuldgefühl ist da, Wut ist da. Das kennen wir alle. Das zum Transformieren ist möglich, wenn wir uns bei diesen Gefühlen nicht aufhalten, sondern sofort umdenken. Umdenken in eine andere Richtung. All das, was uns begeistert, was uns Lebensfreude schenkt. Und dann sind wir schon in positiven Gefühlen. Und dazu gehört Dankbarkeit, Hingabe, Begeisterung, Lebensfreude, Zärtlichkeit und Liebe. Es ist göttliche Energie, das ist Licht und Liebe, und daran besteht die schöpferische Kraft. Und das, was wir gerade transformieren, und das ist diese Schlangenkraft, diese Schlangenenergie. Raus aus die Tiefe, all das, was uns nach unten zieht, wie Angst, befreit zu sein von Ängsten. Weil das ist der größte Stolperstein in unserem Leben, das blockiert. Wenn wir das überwinden können, dann steigt die Energie nach oben, die Frequenz ist höher,
das dehnt sich aus, das strahlt was und es wird immer heller, dann sind wir im Licht und Liebe. Und jetzt zu diesem Kalender für den heutigen Tag. Wir sind gerade im siebten Tag in dieser neunten Welle und die Zahl 7 haben die Mayas so gezeichnet und das bedeutet etwas klären, die Möglichkeiten, Chancen wahrnehmen. Hier mit dieser Zahl sind wir in göttlichen Quelle. Wir sind im Mondkraft. Die Zahl 7 hat mit Mondenergie, mit Mondkraft etwas zu tun. Etwas spiegelt uns gerade das Leben. Wir bekommen Erkenntnisse. Und diese Symbole zeigt, dass wir überlegen, welche Rolle spielen wir gerade in unserem Leben. Und welche Rolle spielen die anderen? Die Kraftfeld zeigt Chuen. Chuen ist eine blaue Affe und das steht in Verbindung zum Kinder, die Spontanität, diese Leichtigkeit, das Spielerische, die Fantasie, das Unschuld eines Kindes oder unserem inneren Kind. Und das ist gerade die schöpferische Energie. Und mit dieser schöpferischen Kraft können wir gerade etwas gestalten, auch im Bereich Kunst und Kreativität. Die Krafttier ist die Affe und als Halbedelstein ist Aquamarin und Türkis. Aquamarin und Türkis, beide stehen im Mondkraft, im Mondenergie, genauso wie die Zahl 7 auch ist die Quelle der Mondkraft. Und wir haben noch eine zusätzliche Mondenergie, was Kaban zeigt. Und Kaban bedeutet übersetzt rote Erde und das ist das aufsteigende Erdkraft, steht in Verbindung zu unserem Herz und all das, was uns begeistert, was für uns ein Herzensangelegenheit ist, das sollen wir im Tat umsetzen und diese aufsteigende Erdkraft ermöglicht es uns, dass das Realität wird. Und das war die Botschaft für den heutigen Tag nach Maya-Kalender. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen bei dieser Infovideo. Ich habe eine Aufnahme gemacht über Herzöffnung und Herzheilung. Diese Aufnahme werde ich nicht veröffentlichen. Das ist nur für diejenigen zugänglich, die wirklich wahre Interesse haben, darüber etwas erfahren. Dann schreibt mir bitte ein E-Mail und ihr bekommt den Link dazu. Dieses Video ist gratis und fühlt euch bitte zu nichts verpflichtet. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@dendera-susanna-medici.com. Das hat mit Beratungen nichts zu tun. Ich habe gesagt, diese Aufnahme ist kostenlos. Thema ist Herzheilung und Herzöffnung. Bei Herzheilung geht es nicht um den gesundheitlichen Zustand, sondern wenn etwas weh tut, was könnt ihr machen, dass euch besser geht? Und bei Herzöffnung, was könnt ihr tun, dass ihr offener seid für die Liebepartnerschaft, aber nicht nur ihr selbst, sondern was könnt ihr bewegen, dass euren Partner, Wunschpartner oder Partnerin bereit ist, über Gefühlen zu sprechen, aber nicht nur sprechen, sondern das auch zeigen und auch annehmen. Immerhin ist es ein Geben und Nehmen. Ich bedanke mich voraus für die Interesse.
Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.